Moin Leute und herzlich willkommen zum Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. Madrid ist zu Gast bei uns in unserer Mega Arena hinterm Pennymarkt. Ja, umfasst, weiß ich nicht, glaube 7000 Zuschauer. Und Real Madrid ist da, unglaublich. Ja, was sind unsere Erwartungen? Ja, nicht besonders hohe. Ich habe den Jungs gesagt, ich gehe einfach aufs Ganze, ne, all in oder eben nicht. Ich habe gesagt, Jungs, wir gewinnen das Ding hundertprozentig, ne, mit einem 3 Megafon Symbol, ne, also mit zusätzlicher Motivation. Das ist eigentlich das einzige Ziel gewesen, dass sie einfach noch mehr motiviert sind, noch mehr Moral, noch mehr Selbstvertrauen und Unverlässer. 1-0 zu Hause. Vorlage Quatsch, leck mich am Arsch. Alter Schwede. Die frühe Führung. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh. Mein lieber Mann, 1-0 zu Hause. Ganz wichtiges Tor. Ganz, ganz wichtig. Wenn die jetzt irgendwie ein Auswärtstor machen und wir können nicht gegenhalten, ist natürlich blöd. Ein 2-0 ist oder ein 1-0 ist zum Beispiel schlechter als zum Beispiel als ein 1-1. Ne? Hauptsache wir haben auch ein Tor. Ah, schön gestört. Sieht doch ganz gut aus. Momentan gibt es nicht so viele Chancen für die. Wir können vieles abfangen. Ah, Benzema. Ah, sehr schön. Ja, da hat der Schiedsrichter den Vorteil abgewartet. Aber ich glaube, eine halbe Sekunde später ist es abgelaufen. Wir konnten uns den Ball schnappen. Haben wir Glück gehabt. Aber Glück musst du auch haben. Ah, schön auf die Maria gespielt. Aber wir haben ihn wieder abgefangen. Luftus-Cheek. So, Luftus-Cheek kommt nicht hinterher. Die Maria außen. Oh, Benzema kommt nicht richtig ran. Komm, Best, klasse gemacht. Quatschik bleibt hängen. Ja, die kommt nicht hinterher gegen Cristiano Ronaldo. Ja, aber Kopunui. Ganz schön gemacht. Oh, gefährlich. Quer über den 16er. Alessa Quarcic, oh mein Gott! Ah. Oh, Cristiano Ronaldo, schönes Solo. Kirosel kann ihn aufhalten. Ja, die Cheek. Quarcic, schöne Hände gearbeitet. Wolski auf Alessa und abseits. Schade. Wollte auch seinen Hammer rausholen, aber nicht geschafft. Schon wieder abgefahren, Kupunui. Wir machen ein gutes Spiel, machen wir. Ein gutes Spiel. Wolski, 2-0. Vorlage Nabiliadi. Unglaublich, Varane überfordert und der haut ihn in den Knick. Diego Lopez, keine Chance. Klasse. Cheek. Kommt durch. Walesa, Wolski. Ah. Quatschik war das nicht, Walesa. Quatschik. Oh, Rüder umgehauen. Gelbe Karte gegen Sami Khedira. Völlig richtig. Instant gefoult. Langer Ball. Da wird pfeift er ab. Yep. Also die Hälfte klar für uns entschieden. Klasse. Auf jeden Fall. Muss man eben kurz gucken. Ein Name ist mir aufgefallen. Nämlich. Nee, das war Gandolfo. Ich habe Gaudinho gelesen. Gaudinho ist ja
der neue Nachwuchs von FC Bayern München. Auch bekannter Name, Godinho. Ist halt nochmal nachgehakt. Also, super Ansprache. War eine gute Entscheidung, das so zu machen. Die Frische geht auch noch in Ordnung. Haben noch gute Kräfte. Die Offensive auch noch sehr fit. Oh, hier kann ich noch was machen. Kovacic auf jeden Fall nochmal motivieren. Wolski loben. Nabiliadi motivieren. Sehr gut, weiter so. Ja, ich lasse die Jungs erstmal so laufen. Jetzt dürfen wir am besten keine Gegentore kassieren. Oh. Aber so ein dummes Tor. So stumpf nach vorne gelaufen und... Ja, jetzt komm. Walesa, Walesa, oh Mann. Beste Möglichkeiten und er spielt ihn einfach in die Mitte. Ah, Mann, da musste sich nur extra drehen. Ja, Madrid wird jetzt kommen. Oh, Mann, ey. Ich bin enttäuscht. Scheiße. 2-0 Führung aus der Hand gegeben. Schade, abseits. Ja, war denke ich deutlich. Ja, da wollen wir gar nicht weiter gucken. Schön gemoffen, Banas aufgehalten. Ah, die kriegen jetzt auch die zweiten Bälle. Ist nicht gut. Schön gemacht von Cheek, aber Rüde gefault. Rot, gelb, rot für Sami Khedira. Absolut verdient, also nach dem krassen Foul. So, wir wechseln aus. Quatschig rein. Raus. Vielleicht kann er noch was machen. Oh Mann! Oh Mensch. Ja, ist richtig. Aber trotzdem. Das wäre ein Ding gewesen. Wir standen schon viermal im Abseits. Den Laufweg geblockt. Alvarez im Spiel. Für Varane. Ja, jetzt stehen die auch mal im Abseits. Noch eine Viertelstunde. Kumbé ist schön aufgepasst. Kirosel, Kumbé, Wolski, Hähnen. Abseits. Ja, eindeutig. Hähnen, Wolski, Walesa, komm. Nein. Higuain muss es sein. Jupp. Angel Di Maria ist raus. Gonzalo Higuain ist in der Partie. Oh, blöder Fehler, aber schön aufgehalten. Sehr schön.
Kubes, wieder mal schöner Ball gewinnen. Hinein. Schönes Tackling, leider den Ball trotzdem verloren. Benzema und gefoult. Kyrosel müssen es wieder oder Brankovic, weiß ich nicht. Wer ist das? Musa? LOL. Schöne Parade. Boah, Musa gleich mit seiner ersten Chance. Okay, gegen Real Madrid. Ah, ist doch gar kein Abpfiff, oder doch? Doch, müsste es gewesen sein. Doch. Ein 2-2. Am Ende ein doch ausgeglichenes Spiel. Manchester City gewinnt 2-0 gegen Chelsea. Also ich bin ja jetzt nicht ganz unzufrieden mit unserer Performance. Muss ich ganz klar sagen. Obwohl diese zwei Gegentore waren ja jetzt echt nicht nötig. Der Torwart ist echt nicht gut und hat solche guten Paraden gemacht. Ja, aber der Gegner war nicht so stark, wie es die Gesamtstärke und die individuelle Stärke aussagt. Ganz klar. Und Barca mit 22 Punkten auf Platz 1. Mit Vorsprung mit 22 Punkten. Tore. 90 geschossen. Real gerade mal mit 62. Heftig. Ja. Gar nicht mal so unerfolgreich. So. Ende der Leihe. Der Leihvertrag von Kompany läuft bald aus. Es gibt keine Kaufoption für den Spieler. Kopunui kam in den meisten Spielen zum Einsatz. Seine Leistungen waren weit über dem Durchschnitt der Mannschaft. Daher müssen wir diesen Spieler verpflichten. Da gibt es keinen Zweifel. Der Spieler würde lieber bleiben. Also er hat sich ja schon mal entwickelt. Ich weiß den Marktwert gerade nicht. €1,1 Millionen. Ja, ich nehme den erstmal. Oder? Ich weiß es nicht. Und ich meine, er hat ja schon eine Stärke. Ich weiß, was ich habe. Und ich müsste dann keinen irgendwie neu entwickeln oder sowas. Aber ich weiß aber auch nicht, was es da so auf dem Markt später gibt. Man muss mal überlegen, was brauche ich denn so? Rechtsverteidiger ist jetzt... Warte mal, wer ist denn? Also Linksverteidiger bist du Banas oder Kopunui? Eins von den beiden, weiß ich gerade nicht, wer jetzt wo spielt. Ich glaube rechts ist Banas. Links Kopunui oder umgekehrt. Spielt ja keine Rolle jetzt. Er wollte ja einen vernünftigen Außenverteidiger kaufen. Einen guten Innenverteidiger wollte ich ja auch kaufen. Ich meine, er ist ja nicht schlecht mit einer 71. Absolut nicht. €2 Millionen. Oh! Wurde sogar instant aufgenommen. Angenommen.
Die Senkrechtstarter. Ja gut, bei so einer niedrigen Spielerstärke ist das auch echt nicht schwer, so einen Zuwachs zu kriegen. Okay, Lichnowsky ist wieder fit. Stecken wir gleich in die Startelf rein. Gut, Quatschik. Sieht ganz gut aus. Schöne Entwicklung im ersten Jahr bei uns. Es ist schwer, wenn du schon so eine hohe Stärke hast, ist es schwierig, weiter hochzukommen, weil du ja auch so eine Barriere hast mit seinem Talent, ne? Aber das sieht echt ganz gut aus. Muss noch an sich arbeiten. Ist es bei 7,5 Millionen. Valesa ist bei 17,8 Millionen. Grant Beck ist bei 15,3. Ja, pendelt sich jetzt so langsam ein. War aber schon bei über 22. Kumbes 225.000. Entwickelt sich aber auch ganz gut. Aber hat es gerade so eine gerade. Geht es ein bisschen gerade, entwickelt sich also jetzt nicht weiter. Warum auch immer. Was hat denn der für Noten? Ja, geht. Mit Wolski. Ja, der kommt auch nicht so richtig voran. Aber eine sehr, sehr gute Durchschnittsnote. Aus dem wird noch was. Er war aber auch schon bei über 10 Millionen. Der ist bei 1 Million. Kann man noch gucken, wie sein Marktwert gestiegen ist. Ja, also. Ja, ist auf jeden Fall gestiegen, würde ich sagen. Kam ja für 850.000, hat also auf jeden Fall weniger gekostet. Das ist schon mal gut. Und Kupunui. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Entscheidung, den gekauft zu haben. Es ist sogar um 300.000 aufgestiegen. Auf jeden Fall habe ich aber jetzt Minus bei Gehältern. Ist schon mal schlecht. Also 6 Millionen bei Gehältern. Transfers meine ich. Eine Erhöhung von 79.000. Aber ich glaube, das war gar nicht so clever gerade. Das wird uns eh nichts bringen. Naja, macht ja nichts. Nicht, dass der Kupunui uns dann irgendwie durch die Lappen geht. Weil der Vertrag wird wahrscheinlich nicht stattfinden, wenn wir Minus im Gehalt sind. Also Minus bei den Gehältern. Das kann da hinten losgehen. Aber okay. Das letzte, also wie gesagt, das Real Madrid-Spiel 2-2 ist echt nicht schlecht. Da kann man echt nicht meckern. Das nächste Spiel wählen gegen Lubin. Lassen wir die Jungs wieder losrennen. David Heenan. Der braucht auch jetzt langsam mal ein paar gute Noten. Dass er mal aufschließt hier mit den. Ja gut. Wäre schön, wenn er halt Talentstern dazu kriegt, ne? Ich meine, die Offensive ist ja ganz gut. Das Mittelfeld, das komplette Mittelfeld ist eigentlich richtig, richtig gut. Kann man mitarbeiten. Ich glaube, ich lasse sie erstmal so laufen.
Damit die schön die Form behalten, ne? Mal gucken, vielleicht spielen die auch gut. Gegen Lubin. Au, oh, 2, der ist auf 2, ...2,7 aufgestiegen. Ne, 1,2 meine ich. Und er ist bei 2. Okay. Okay, schönes Spiel. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Spannend. Wir haben sogar 2-0 geführt. Wer hätte das gedacht? Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und fürs Einschalten und wie auch immer. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es gegen Lubin geht. Unser Auswärtsspiel. Und ich hoffe, es wird eine gute Generalprobe, denn wir spielen nach Lubin wieder gegen Real Madrid. Da geht's ums Finale. Schaffen wir es nicht, schaltet auf jeden Fall ein. Haut rein!